Lass mich raten, du hast eine Website und deine Website, die hat noch nicht so viele Besucher, wie du gerne hättest. Denn sonst hättest du ja nicht auf dieses Video draufgeklickt. Und damit deine Website nach diesem Video mehr Besucher hat, beziehungsweise du weißt, wie du mehr Besucher auf deine Website bekommst, zeige ich dir jetzt in diesem Video 7 Wege, wie du kostenlosen Traffic, also kostenlos Besucher, auf deine Website ganz einfach bekommen kannst. Es sind spannende Wege dabei, vor allem die letzten zwei, die haben es richtig in sich. Wenn du da Bock drauf hast, und du hast bestimmt Bock drauf, dann sehen wir beide uns direkt nach dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen zu diesem Video. Freut mich, dass wir beide uns auch direkt nach dem Intro sehen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Frederik Vogt, ich bin Internetunternehmer, Buchautor und habe natürlich schon die ein oder andere Website mit vielen Besuchern erstellt. Und jetzt zeige ich dir gleich die 7 tollen Wege, mit denen du ganz einfach kostenlos Besucher für deine Website bekommen kannst, wie schon gesagt. Ganz kurz noch davor, wenn du es cool findest, dass ich jetzt hier gleich diese 7 Wege zeige, gib dem Video mal einen kräftigen Daumen nach oben, wenn du dich schon freust. Und klick auf den Abonnieren-Button, auf den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos, wenn du bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress-Erfolg haben willst. Wir fangen an mit Punkt Nummer 1. Und zwar Facebook-Gruppen. Da gibt es eigentlich 2 sehr, sehr coole Methoden. Methode Nummer 1 ist, dass du deine eigene Facebook-Gruppe erstellst zu dem Thema, um das es eben auch auf deiner Website geht. Und dann kannst du Leute einladen in diese Gruppe und den Leuten in der Gruppe einfach Mehrwert bieten. Und dann kannst du natürlich auch mal einen Blogartikel von dir posten, den eben die Leute in der Gruppe interessieren könnte. Und dann wird der ein oder andere eben aus deiner Facebook-Gruppe auf deine Website gehen und dort sich deinen Artikel durchlesen und du hast mehr Besucher. Methode Nummer 2 ist, dass du zum Beispiel in themenrelevante andere Gruppen gehst. Das heißt, deine Website dreht sich um Abnehmen zum Beispiel, ganz blödes Beispiel. Und dann trittst du in Facebook, suchst einfach nach Abnehmen, Facebook-Gruppen und trittst diesen Gruppen bei, sodass du nachher in den Gruppen erstens mal Mehrwert liefern kannst. Das ist immer das Wichtigste, weil sonst fliegst du im Normalfall auch schnell wieder raus aus den Gruppen. Also was weiß ich, irgendjemand fragt sich, hey, hat irgendwie jemand Tipps zum Abnehmen? Und dann kannst du sagen, ja, hey, hier zum Beispiel in dem Blogartikel auf meiner Website habe ich 7 Tipps aufgelistet, wie du schnell abnehmen kannst. Und dann hast du schon mal Leute, die auf deinen Link klicken und aus dieser Gruppe auf deine Website gelangen. Das wäre zum Beispiel eine andere Methode. Du kannst natürlich auch einen Post reinpacken in diese Gruppe, wo du einfach mal um Feedback für deine Website fragst und so weiter. Wenn du unseren Kurs WP Formel hast oder unseren SEO-Kurs, dann werden dir da noch weitere Strategien, vor allem auch ganz, ganz ausführlich erklärt mit Vorlagen und so weiter. So, Traffic-Quelle Nummer 2, Blog. Ja, also natürlich, du kannst auf deiner Website, eventuell wird es der ein oder andere natürlich auch schon haben, einen eigenen Blog einrichten. Gerade mit WordPress geht das ja ganz, ganz einfach. Und dort kannst du dann zu Suchanfragen, die die Nutzer zu deinem Thema haben, und dass es auf deiner Website geht, eben Blogartikel schreiben, die den Nutzern Mehrwert liefern, weiterhelfen und diese Artikel dann Suchmaschinen optimieren. Zum Thema Suchmaschinenoptimierung gibt es auch auf diesem Kanal ein weiteres Video, das habe ich dir zum Beispiel einmal rechts oben im Eck verlinkt oder bestimmt vielleicht auch in der Videobeschreibung, wenn ich nicht vergesse. Und das ist zumindest die eine Methode, ne, indem du einen eigenen Blog erstellst. Du kannst natürlich aber auch bei anderen Blogs aktiv sein. Du kannst unter anderen Blogartikeln kommentieren, ja? Hilfreiche Kommentare schreiben. Bitte, wenn du unter anderen Blogartikeln kommentierst, dann schreib hilfreiche Kommentare, in die du natürlich auch Links einfügen kannst, wenn der Link eben passt. Ja? Wenn der Link wirklich zu dem Kommentar von dir passt, zu dem Blogartikel passt, wo du kommentierst, dann darf man das auch mal machen. Dann hast du außerdem noch gleich einen Backlink gesetzt. Und das ist dann natürlich auch eine coole Methode, um Traffic zu bekommen. Das funktioniert natürlich nur gut, wenn dein Kommentar dementsprechend spannend gestaltet ist und eben auch Mehrwert liefert. Und du siehst, ich bin hier so voreilig und ja, wir machen schon weiter mit dem dritten Punkt. Foren. Foren. Wer kennt es nicht, Foren? Gute Frage nett zum Beispiel. Du kannst natürlich auch in Foren Leuten weiterhelfen und deine Website posten oder ähnliches. Am besten funktioniert es meiner Erfahrung nach, wenn du einfach in Foren beitrittst, die eben auch zu deinem Website-Thema passen. Wir bleiben beim Beispiel Abnehmen. Wenn du eine Website rund um das Thema Abnehmen hast, da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Abnehmen-Forum oder Fitness-Forum, in das du reinposten kannst. Ja, da gibt es ja meistens auch die Funktion, dass du die am häufigsten angeschauten Artikel der Reihe nach auflisten kannst in dem Forum
und dann einfach bei den meistgeklickten Artikeln mal reinschauen kannst, da eventuell einen Kommentar schreiben kannst, den Leuten weiterhelfen kannst in den Foren, wenn sie Fragen haben. Und häufig ist es so, dass es die Funktion gibt, dass du in deiner Signatur, wenn du einen Kommentar schreibst, deine Website verlinken kannst, oder du kannst natürlich auch mal in deinen Kommentar einen Link zu deiner Website reinpacken. Hier ist es wichtig, dass du nicht direkt immer auf deine Website verlinkst, weil das merken die meisten Forenadministratoren und dann bist du 0, nichts wieder raus aus dem Forum. So, weiter geht's mit der nächsten Methode. Was könnte das wohl sein? Und, oh, ist Bett hier, ja. E-Mail-Marketing. Ja, das ist mal ein bisschen was, ja, wie soll ich sagen, nicht so gewöhnlich. Ne? Das hat man vielleicht schon mal gehört, Foren, Blog und so weiter. Klar, E-Mail-Marketing hat man auch schon mal gehört, aber die Sache ist die, du kannst natürlich auch E-Mail-Adressen einsammeln, zum Beispiel indem du ein kostenloses Geschenk raushaust. Das machen wir ja auch. Ich habe zum Beispiel auch in der Videobeschreibung ein Geschenk dir verlinkt, einen kostenlosen Kurs. Kommt drauf an, manchmal kann auch sein, dass sich das Geschenk immer wieder ändert. Genau, und dann kannst du die Leute E-Mails einsammeln und den Menschen in deiner E-Mail-Liste dann eben auch mal ab und zu, wenn du einen neuen Blogartikel zum Beispiel veröffentlichst, sagen, hey, dieser Blogartikel, der könnte vielleicht helfen. Ja, das mache ich ja auch. Aber natürlich nur, wenn ich weiß, hey, die Leute, die sich in meine E-Mail-Liste eingetragen haben, die könnten auch Interesse an dem Artikel haben und der hilft denen wirklich weiter, weil es ist immer ganz wichtig, mir persönlich ist es auch so wichtig, einfach euch auch wirklich Mehrwert zu liefern. Und das bitte auch bei jedem Punkt immer beachten. Nicht einfach rumspammen da, Hauptsache, ich kriege mal irgendwie Besucher auf meine Seite, sondern schauen, passt das, interessiert das die Leute. Ja? Und ja, E-Mail-Marketing, das wäre zum Beispiel auch eine Methode. Nächste Methode, ja, Instagram. Du kannst natürlich auf Instagram auch eine Followerschaft aufbauen. Es geht meiner Meinung nach auch bei Instagram recht easy. Klar, du kannst natürlich auch so ein bisschen rumtricksen. Ich sage jetzt mal so, machen die meisten, dass du einfach vielen Leuten folgst, ne, kennt man vielleicht. Das ist ein bisschen nervig, ist auch nicht die tollste Strategie, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass du vielen Leuten folgst, die deinem Thema interessiert sind. Zum Beispiel, dass du einfach einer anderen großen Persönlichkeit, die zu deinem Thema passt, den Leuten dieser Person folgst oder dieser Marke. Ja? Und dann wird ein Teil natürlich auch zurückfolgen und auf dein Profil gehen und schauen, hey, ne, du kannst auf deinem Profil, kannst deine Website verlinken und dann klickt der ein oder andere auch mal auf diesen Link. Da muss man natürlich aufpassen, das ist so ein bisschen spammy, wie ich finde manchmal, also dieses ganz vielen anderen Leuten folgen, damit die einem zurückfolgen, ist nicht so cool. Ich sage es trotzdem an dieser Stelle, weil es so viele Leute machen und es tatsächlich ein bisschen funktioniert. Es ist zwar nicht der beste Traffic, also nicht die besten Besucherqualität, die du dann bekommst, und es benötigt auch einiges an Aufwand, aber ja, kann man machen. Wollte ich jetzt nicht hier unerwähnt lassen. Genau. Weil ich euch ja nichts verheimlichen will. So, Gastartikel. Gastartikel, das ist eine weitere, das ist eine echt gute Methode. Also die ist jetzt wirklich sehr seriös, wie ich finde. Und also nicht so, weil das kann man so sagen, naja, die ist jetzt echt nicht so cool. Aber Gastartikel, das ist eine super Methode, um schnell den einen oder anderen Besucher zu bekommen. Das heißt, du schreibst, also das hat sogar zwei Vorteile, du kannst nämlich auch noch Backlinks bekommen. Also, ne, wenn du nicht weißt, was Backlinks sind, verlinke ich dir auch mal hier ein Video in der Infokarte oder vielleicht auch in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn ich nicht vergesse. Du kannst einen Gastartikel schreiben, das heißt, du suchst nach anderen Blogs, die schon eine gewisse Autorität haben. Oder nach anderen Websites, die schon eine gewisse Autorität haben, wo schon einfach Besucher drauf sind, die auch eben einen Blog haben. Und für diese Website schreibst du jetzt einen Blogartikel. Ja, den schreibst du selber, sodass die Person, also die diese bekanntere Website hat, den ich selber schreiben muss. Und du sagst dann einfach, hey, komm du, ich habe einen Artikel für dich geschrieben, den kannst du bei dir veröffentlichen. Ich gebe dir im Prinzip alle Rechte an diesem Artikel. Aber bitte lass den Link von mir in diesem Artikel drin, der eben, ne, du packst dann in diesen Artikel, in den Gastartikel, den du schreibst, einen Link zu deiner Website rein. Ja. Lass den Link zu meiner Website drin, damit ich auch ein bisschen was davon habe. Ja. Und das Tolle ist, du kriegst einmal einen Backlink, wenn es gut läuft, kann das ein Do-Follow-Backlink sein. Und zweitens, wenn diese große Website, der du eben diesen Artikel geschrieben hast, deinen Beitrag veröffentlicht, deinen Blogartikel veröffentlicht, dann werden ja einige Leute diesen Artikel lesen. Und ein Teil von diesen Leuten wird dann eben auch auf den Link zu deiner Website klicken, den du in diesen Artikel eingefügt hast. Also du siehst, diese Methode ist sehr, sehr gut. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Letzte Methode ist eine meiner Lieblingsmethoden, wenn ich ganz ehrlich bin. YouTube. Also YouTube ist wirklich eine tolle Traffic-Quelle. Wieso? Es ist halt eben möglich, es kommt immer auf die Nische natürlich drauf an, dass du mit deinen YouTube-Videos recht schnell in der Suche nach oben bekommst, also in der YouTube-Suche nach oben kommst und wenn du es geschickt machst, wirst du eben auch schnell an der Seite von anderen Videos vorgeschlagen, ne, am Rand da vorgeschlagen und dann kannst du einfach ganz schön schnell Besucher erstmal auf dein YouTube-Video bekommen
Und in der Beschreibung, so machen wir es ja auch zum Beispiel, kannst du natürlich dann deine Website verlinken oder was auch immer, was du eben dort verlinken willst. Und wie gesagt, also YouTube ist eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, einer der besten Traffic-Quellen. Gerade zu Themen, die nicht so sexy sind. Angenommen, du hast eine Website über, keine Ahnung, Rasenmäher kaufen oder Kühlschrank-Testportal oder Kühlschrank-Vergleichsportal, ne? Kennen wir alle solche Seiten. Dann ist es da vor allem sehr, sehr cool, ein YouTube-Video zu drehen, weil es nicht so viel Konkurrenz gibt, weil dieses Thema einfach nicht so sexy ist. Da gibt es nicht so viele Fans dahinter, ne? Weil es gibt ja keine Rasenmäher-Fans. Also gibt es vielleicht schon, aber will da auch niemand zu nahe treten. Aber naja, es ist jetzt nicht so sexy, dieses Thema. Ich denke, da wird mir jeder zustimmen. Und deshalb wird es auch nicht so viele YouTube-Videos geben. Und deshalb wird es dir dann sehr, sehr einfach fallen, in YouTube sehr, sehr schnell nach oben zu kommen, wenn du ein bisschen auskennst dich mit YouTube-Suchmaschinenoptimierung. Und wenn du es gut machst, dann werden viele Leute dein Video sehen, anklicken und du kannst dann natürlich in der Videobeschreibung deine Website zum Beispiel verlinken. Oder in so einer Infokarte wie da oben, ne? Dieses hier. Und da kannst du natürlich sehr, sehr viele kostenlose Besucher bekommen. Jetzt eine Frage an dich, welche dieser Traffic-Wellen hat dir jetzt auf den ersten Blick am besten gefallen? Schreib das mal jetzt direkt in die Kommentare. Wir beide sehen uns jetzt auf der Endcard, wo es noch ein cooles Geschenk für dich gibt. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratis-Geschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.